mal, wir stellen uns alle hier so im Kreis. Hier warst du schon mal. Das ist ja schön. So, kommt mal alle hier dazu, damit wir alle Platz haben. Kommt mal alle hier schön. Hier an die Seite kommt mein Schäuschen. So, Leute, du hast abwasch, Schatze. Jetzt kannst du hier zur Uhle zu waschen. So, wir sind heute hier, um unsere Störche einen Namen zu geben. Und dazu haben wir das Internet wieder eingeschalten. Dort ist das Mikrofon, wenn ihr singen tut. Wenn wir so ein bisschen zum Mikrofon singen, damit die Leute es draußen hören. Unseren Störchen geht's gut, Sonne scheint, sind schon schön groß, gibt hier so einen Blick. So, jetzt können wir beginnen mit der Namensvergebung. Die Rute, gut gesehen, gut. So, hallo, ich habe gehört, ihr habt uns ein Lied vorbereitet. Ja, könnt ihr uns das erstmal singen? Ja. Ja, mein Nettel in der Schule. Na, das ja viel. Erstmal auch so. Ne? Zu mir ist das Sprung. Ja, ich habe ja gesagt, der Kleine oder der Nichte da kann nicht sehen. Und keine. So eine Sache gut. Dürfen wir mal reingucken? Ja. Dankeschön.
Super. Super. Hey, du hast ja schick gemacht. Ganz, ganz toll. Und so viele Störchen hier drauf gemalt. Wie sind das? Neun Störche und die Sonne. Und zwei Frösche. Das ist eure Kita, Sonnenkäfer aus Fettschau, nicht? Immer. Und jetzt sagt er mir noch, wie Storch auf Sorbisch heißt. Prima, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Super. Und habt ihr uns noch was mitgebracht? Ich habe gehört, ihr habt noch ein Gedicht über den Storch gelernt. Ihr beide habt es. Wir gucken hier wieder zu. Das machen wir auch noch. Ja. Nur sagt man Maria für dich. Der Storch. Hurra, der Storch ist da. Zurück aus Afrika. Das heißt es für den Hasen, Wurmsch und Maus im Rasen. Und schwach mit Wasserhuschen, die Brüten im Nest. Wir haben eins vergessen. Na, dann sag das nochmal. Sag das nochmal. Na, fang mal an. Ich bin Klappert lustig, klappert lustig, dann ist es vorbei.
Gut, so, und das war unsere Namensvergabe, ne? Und Laura braucht ihn wieder nicht. Ihr müsst euch ja nicht streiten. Nein, jetzt schauen wir uns die Sache nochmal an und dann suchen wir uns ein Geschenk aus. Ne? Und dann sind wir alle fröhlich. Genau. Na klar. Und das ist gar nicht so schlimm. Nein. Na genau. Und wir freuen uns, dass er uns so viele schöne Namen gebracht hat. Nicht? Habt ihr euch die Namen noch gemerkt? Wie heißt der eine schon? Knopi. Knopi. Und der andere? Wie hieß deine Freundin? Nee, die andere. Antonia. Knopi und Antonia heißen unsere Schwörchen. Das merken wir uns jetzt und hoffen, dass sie gesund und munter wieder hier bei uns in der Wohnheimat eintreffen aus Afrika, wenn sie dann weg sind. Nicht? Und dass sie gesund bleiben. Schön. Prima. Gut, Dankeschön.